Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Franka. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder ein Unboxing und zwar von der brandneuen Glossy Box März 2024. Ich bin mega gespannt, was da drin ist. Und wenn ihr es auch seid und auch eine Box gewinnen wollt, dann bleibt dran, viel Spaß und los geht's. So ihr Lieben, dann schauen wir uns erstmal kurz die Box an. Die ist diesen Monat so richtig schön frühlingshaft in so zarten Farben, hat einen Wert von 63 Euro. Und ihr habt natürlich wie immer die Möglichkeit, auch eine Box zu gewinnen. Denn ich habe die Box ja schon etliche Jahre selbst im Abo und ich verlose euch daher immer eine Box. Und wenn ihr daran teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Glossybox und welches Produkt ihr am besten gefunden habt. Und schon wandert ihr in den Lostopf. Und ich habe natürlich wie immer auch einen Code für euch. Und zwar mit dem Code Franka und dem Link in der Infobox bekommt ihr die erste Box für nur 13 Euro anstatt 17,95 Euro im flexiblen Abo. Das könnt ihr jederzeit kündigen. Wenn ihr bis zum 10. des Monats kündigt, dann erhaltet ihr auch keine Folgebox mehr. Das heißt, ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, euch diese Box theoretisch einzeln zu kaufen, wenn ihr das wollt. Und für alle die schnell sind, gibt es sogar noch ein Gratis-Produkt extra von Glow Recipe, einen richtig coolen Gelreiniger, so ein Blueberry Cleanser. Den könnt ihr als Reiniger verwenden oder auch als Maske. Finde ich ein richtig cooles Trendprodukt, so als Extra. Und mit dem Extra-Produkt hat die Box dann einen Wert von rund 73 Euro. Ihr Lieben, ich spanne euch gar nicht lange auf die Folter. Ich zeige euch jetzt direkt, was da drin ist und alle Details findet ihr zum Nachlesen in der Infobox. Viel Spaß! Schauen wir direkt mal rein. Das sieht richtig cool aus. Ich finde das Bild auch total schön, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt, was wir für Extras haben, denn bei Glossybox ist es ja so, drei Produkte erhält jeder gleich. Und dann gibt es ein paar Produkte, die sich unterscheiden. Das sind meistens 2 bis 3 Produkte. Es sind immer so 5 bis 6 Beauty-Produkte in der Box. Und ich werde euch am Ende wie immer auch einblenden, was da für Alternativen drin sein können. Denn über den QR-Code seht ihr alle Produkte, die theoretisch in der Box drin sein können. Ich starte aber mal mit den dreien, die ihr auf jeden Fall bekommt. Wow, und das erste Produkt, was ich hier sehe, ist gleich ein richtiger Kult-Klassiker. Denn die Märzbox soll uns ja so ein bisschen auf den Frühling vorbereiten, dass wir unsere Beauty-Routine anpassen. Und das kann man optimal mit Ampullen, am besten auch mit so einer Ampullenkur. Und da haben wir hier von Barbour die Kollagen-Booster-Ampullen. Und zwar 7 Stück mit einem Wert von 39,90 Euro. Und ich lese euch mal gerade vor, was die alles können sollen. Die Kollagen-Booster-Wirkstoffe sorgen für glattere Haut und helfen, die Kollagenstrukturen zu erhalten und aufzubauen. Tripeptide und Proteinfermente unterstützen bei regelmäßiger Anwendung die Hautelastizität und reduzieren Falten. Das Ergebnis, die Haut erscheint wie von innen heraus aufgepolstert und geglättet. Und ich muss sagen, das ist wie Musik in meinen Ohren. Ich finde es mega, dass sie so ein hochwertiges Produkt, so eine 7-Tage-Ampullenkur von Barbour in die Märzbox reinpacken. Also alleine dafür lohnt sich die Box ja schon, denn das Produkt hat einen Wert von knapp 40 Euro. Könnt ihr 7 Tage hintereinander verwenden. Ihr könnt es aber auch einfach nur ab und zu verwenden. Ihr müsst das nicht als Kur nutzen. Und meiner Erfahrung nach kann man so eine Ampulle auch wirklich auf 2 Tage nehmen oder eben für morgens und abends. Spendet euch intensiv Feuchtigkeit, polstert die Haut einfach auf. Also ideal für den Start in den Frühling. Als nächstes habe ich mal ein total neues Produkt und zwar eine Kopfhautmaske mit Ananas und Kokosnuss. Ist für jeden Haartyp. Da ist zusätzlich Aloe Vera und auch Hyaluronsäure drin und das soll perfekt sein, um die Kopfhaut intensiv zu pflegen. Ich schaue mal gerade, was sie dazu schreiben, denn ich habe tatsächlich noch nie eine Kopfhautmaske ausprobiert und bin sehr gespannt, wie das wirken soll. Verabschiede dich von juckender und trockener Kopfhaut und schenke dir neue Lebensqualität mit der Kopfhautmaske von Style Dry. Indem du deine Kopfhaut gründlich reinigst und mit Feuchtigkeit versorgst, entfernst du Rückstände von Stylingprodukten und abgestorbenen Hautzellen, die sich als Schicht ansammeln und die Haarqualität beeinträchtigen können. Die intensiv pflegende Kopfhautmaske bringt irritierte, juckende Kopfhaut ins Gleichgewicht und stabilisiert ihre Barrierefunktion. Das finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Und hier steht übrigens noch drauf, dass man es so auf die handtuchtrockenen Haare auftragen soll. Also wahrscheinlich soll man die sich vorher nicht waschen, sondern einfach nur ein bisschen feucht machen. Dann tragt ihr euch das schön auf, lasst es 10 Minuten einwirken und danach schamponiert ihr das Ganze auch raus, damit das wirklich auch rückstandslos befreit ist von der Kopfhaut. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe weder eine trockene noch eine juckende Kopfhaut. Ich habe eher eine sehr ölige Kopfhaut. Deswegen ist das Produkt wahrscheinlich nicht so ganz für meine Haarbedürfnisse geeignet. Schreibt mir gerne mal, ob ihr Erfahrung habt
habe mit solchen Kopfhautmasken. Habe ich ehrlich gesagt noch nie verwendet, finde es aber ganz cool, dass sie wirklich mal was brandneues in die Box packen und es ist natürlich auch sehr passend für so einen Refresh, für den Start in den Frühling, dass man auch die Kopfhaut intensiv pflegt. Und hier haben wir schon das dritte Produkt, was jeder bekommt in der März Glossy Box und zwar von Dr. Pawpaw, ein Tinted Peach Pink Lip Balm. Das könnt ihr für die Lippen und auch für die Wangen verwenden. Ich swatch das jetzt einfach mal und schaue mir das mal an. Das ist nämlich aus natürlichen Inhaltsstoffen. Das ist vegan, fragrance-free. Das ist einfach so ein getöntes Lippenbalsam, was ihr für die Lippen und für die Wangen verwenden könnt. Es soll so eine pfirsich-pinkfarbene Farbe haben. Testen wir direkt mal. War schon ein bisschen viel, aber dann kann ich euch die Farbe wenigstens richtig zeigen. Also die Farbe ist sehr schön frühlingshaft, wirklich zart rosa Peach. Das gefällt mir sehr gut. Allerdings würde ich persönlich das Produkt nur für die Lippen verwenden, da es doch ein bisschen fettig ist. Man sieht das auch. Und auf Make-up wird das wahrscheinlich dann A nicht halten und es wird auch ein bisschen zu glänzend für meinen persönlichen Geschmack sein. Das heißt, ich könnte das maximal auf die ungeschminkte Haut auftragen. Und da ich ungeschminkt relativ viele Rötungen habe, macht das für mich nicht ganz so viel Sinn. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Für die Lippen kann man das sehr gut verwenden. Für die Wangen würde ich ein bisschen aufpassen. Vielleicht mal im ungeschminkten Zustand ausprobieren. Aber da hier so Öle drin sind, werden die höchstwahrscheinlich euer Make-up ein bisschen aufbrechen. Und das wird in Verbindung wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Aber ansonsten finde ich es ganz schön. Ist ein sehr schöner, frühlingshafter Ton. Das ist so ein klassisches Produkt, wirklich für die Handtasche. Kann man sich zwischendurch mal schnell auftragen. Braucht man keinen Spiegel. Die Lippen sind richtig genährt und gepflegt, weil das ist hauptsächlich Pflege. Das muss man schon sagen. Das steht ja auch drauf. Es soll hauptsächlich Feuchtigkeit spenden für die Lippen und ein kleines bisschen Farbe abgeben. Das sind also die drei Produkte, die wirklich jeder von euch bekommt, wenn ihr euch die Box bestellt oder auch wenn ihr sie im Abo habt, das heißt die Ampullen, dann diese Pawpaw Lippenpflege und auch die Kopfhautmaske, die erhält jeder in der Glossy Box. Und jetzt zeige ich euch noch die zwei Produkte, die so ein bisschen abweichen können. Wie gesagt, die Produkte, die ich jetzt hier drin habe, müsst ihr nicht unbedingt bekommen. Das heißt, ihr könnt auch Alternativen bekommen und welche das sein können, werde ich euch am Ende des Videos auch erzählen, denn in dem Heft steht alles drin, was theoretisch in der Box sein kann. Das erste, was ich hier habe, ist von Hydrofugal ein starker Schutz Duschfrische Deo und zwar ein Antitranspirant. Und ich persönlich liebe Antitranspirants. Gerade wenn man so vom Wetter gar nicht weiß, wie man sich anziehen soll, ist man manchmal doch noch zu warm angezogen, die Temperaturen steigen. Und dann kommt man schnell mal ins Schwitzen und dann finde ich ein Antitranspirant richtig klasse. Noch dazu hat das hier so einen Duschfrische Duft. Werden wir direkt mal dran schnuppern. Oh ja, das riecht richtig schön frisch, so wie frisch aus der Dusche. Kann ich auf jeden Fall sehr gut nutzen. Und ich finde Deos immer gut in Beautyboxen, weil man das einfach aufbrauchen kann. Und zum Thema Beauty gehört ja auch, dass man gepflegt ist, dass man gut riecht. Und das kann man natürlich auch mit einem Deo erreichen. Und als nächstes habe ich hier ein paar Augenpads von der Marke Beauty Pro. Und zwar ein paar Retinol Under Eye Patches mit Retinol, Vitamin C und Aloe. Die könnt ihr einfach so 20 Minuten drauf lassen und dann soll die Augenpartie einfach so ein bisschen gestraffter ausschauen. Kleine Linien und Fältchen sollen ein bisschen gemildert sein. Und ich mag einfach persönlich total gerne dieses entspannende, beruhigende, gekühlte Gefühl unter den Augen. Gerade wenn man die sich in den Kühlschrank packt, ist das wirklich super schön am Morgen. Wenn man so leicht geschwollene Augenringe hat, dann tut das sehr, sehr gut. Und meistens sehen die Fältchen tatsächlich auch ein bisschen glatt gebügelter aus. Werde ich also demnächst sehr gerne mal testen. Also ihr Lieben, diese beiden Produkte hatte ich jetzt in der Box noch drin, aber es gibt natürlich auch noch ein paar Alternativen und die zeige ich euch jetzt. Und die erste Alternative wahrscheinlich zu diesen Augenpatches sind andere Augenpatches und zwar von Wonder Beauty. Die sind golden, die nennen sich Baggage Claim Gold Eye Mask, sehen richtig fancy aus, haben Wert von 3,50 Euro und die könntet ihr als Alternativprodukt auch drin haben. Nächste Alternative ist von Balea Med Ultra Sensitive Intensiv Serum mit einem Wert von 4,95 Euro. Das ist einfach ein Serum, was eure Haut beruhigen soll mit 7-fach Hyaluronsäure, Q10 und Ektoin. Hört sich sehr spannend an, extra für sensible Haut geeignet, weil das ja aus dieser Med Ultra Sensitive Linie ist. Finde ich ganz cool, muss ich sagen, dass sie so eine Neuheit auch da reinpacken. Also ich glaube, es ist keine Neuheit im DM, aber es war noch nie
in der Glossybox drin und das finde ich immer gut, wenn sich das so ein bisschen abwechselt. Dann gibt es als Alternative auch Lippenstifte und zwar von Lavera. Die hatten wir zwar schon mal, aber die sind ziemlich schön und zwar Candy Quartz Lipsticks, entweder in Rose Water oder in White Aura. Ein sehr schöner Farbton, entweder so ein Rosenholz oder so ein heller Ton, der einfach nur so ein bisschen Schimmer auf den Lippen gibt. Die sind mit Bio-Shea-Butter und Bio-Kakao-Butter, schützen die Lippen vorm Austrocknen und haben einen hohen Tragekomfort. Mir haben die total gut gefallen. Ich glaube, ich hatte die mal in einem Adventskalender und fand die nicht schlecht. Das heißt, das wäre auch eine Alternative vielleicht zu dem Deo. Nicht schlecht. Dann gibt es von Regenerate eine Advanced Toothpaste, eine Zahnpasta, die irgendwie den Zahnschmelz regenerieren soll. Hat einen Wert von 2,20 Euro und so eine spezielle neue Technologie. Oh, ich merke schon, diesen Monat gibt es einige Extras, also Alternativprodukte, die man drin haben könnte. Nämlich unter anderem auch ein schönes Schaumbad von Trackle Moon, Cup of Positivity, aufmunterndes, sorgenlösendes Schaumbad. Finde ich sehr süß. Oder eine Jasmin-Scented Warming Steam Eye Mask von der Marke Steamy. Die kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Die wird ein bisschen warm, könnt ihr euch auf die Augen legen und dann soll das so ein bisschen entspannend wirken. Oh, dann gibt es richtig coole Duschgels von Dove und zwar Care by Nature Pflegedusche, strahlend mit Lotusblütenextrakt und Reiswasser. Oder wohltuend mit Kokosöl und Mandelextrakt, jeweils einen Wert von 2,49. Ich mag die Dove-Duschen total gerne. Darüber hätte ich mich auf jeden Fall auch gefreut. So ihr Lieben, das war's mit meinem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand die Box diesen Monat richtig cool. Schöne Produkte, die jeder bekommt und auch tolle Alternativen. Wenn ihr Lust habt, euch die Box zu kaufen, schaut in die Infobox mit dem Code FRANKA und dem Link in der Infobox zahlt ihr nur 13 Euro anstatt 17,95 für die erste Box. Und ihr bekommt dann 5 Produkte mit einem Mindestwert von 63 Euro. Und wenn ihr schnell seid, bekommt ihr ja noch von Glow Recipe diesen Gelreiniger gratis mit dazu. Dann hat die Box einen Wert von rund 73 Euro. So oder so finde ich den Inhalt sehr schön. Und nehmt übrigens auch gerne an meinem Gewinnspiel teil. Auch die Details könnt ihr nochmal in der Infobox nachlesen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ich werde euch natürlich auch die Aprilbox vorstellen. Da soll übrigens auch ein bisschen mehr Make-up drin sein. Bin ich sehr gespannt. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hier gibt es 2 meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.